Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute zeigen, wie einfach es ist, sich Watermarble-Nägel zu machen. Und zwar ganz ohne Wasser. Dazu verwendet man hier einfach einen Stamper. Dann habe ich hier ein Stück Klarsichtfolie liegen und einen Pinsel. Dann braucht man hier Latex, um die Nagelhaut zu schützen, um natürlich verschiedene Nagellacke, die man sich halt individuell jeder raussuchen kann, die er haben möchte. Und wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. So, also jetzt habe ich die Nägel vorbereitet. Man konnte ja gerade schon sehen, dass ich schon mal eine Schicht Nagellack drauf habe. Zwar nicht so schön, aber das ist ja nicht schlimm, weil da kommt ja gleich noch ein bisschen Nagellack drauf. Und ich habe hier die Nagelhaut schon eingepinselt mit Latex, damit die relativ sauber bleibt. Und alles, was da noch versaut wird, kann man dann nochmal separat mit so einem Pinselchen säubern. Genau, so, jetzt fange ich einmal an. Und zwar fange ich mit der Farbe an, wo ich meine Nägel auch lackiert habe. Ich lackiere quasi jetzt erstmal so ein bisschen Lack hier auf diese Folie. So. So, das reicht erstmal. Jetzt bleibe ich kleben. Und dann packe ich mir, wie ich möchte, die Lacke hier drauf. Ich fange mal mit diesem an. Da mache ich immer so einen Tropfen rein, wie man das möchte. So, dann nehme ich noch dieses schöne. Ich finde, das passt auch unheimlich gut zusammen. So, und dann noch ein bisschen von dem Blau. So, und hier noch ein bisschen. So, dann noch ein bisschen Silber. Ich finde, das passt auch unheimlich gut. So. Und dann noch mal ein bisschen farbig. So. Genau, so. Dann nimmt man jetzt einfach hier den Pinsel und dann verteilt man das so, wie man das gerne haben möchte. Wenn man zufrieden ist, dann nimmt man den Stempel und nimmt die Farbe auf. Sieht dann so aus. Und dann stempelt man sich das quasi einfach hier auf den Nagel drauf. Das ist ganz einfach. Ich versuche mal nicht so viel Farbe zu verschwenden und benutze die Farbe, die jetzt hier noch auf dem Stempel drauf ist. Und es klappt sogar. Super. Also mit einem Stempel habe ich jetzt drei Finger machen können. Und ich finde, das sieht wunderbar aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, jetzt merke ich gerade, ich kann den Lack hier auch noch verwenden. Aber ich glaube, das könnte etwas knapp werden. Obwohl, es funktioniert auch noch. Richtig toll. Also es funktioniert wirklich so, wie es sein soll. Und da bin ich richtig happy drüber. So, und das Ganze geht von vorne los. Dann nimmt man hier wieder Lack. Also das finde ich wirklich einfacher als das mit dem Wasser. So. Dann ein bisschen Farbe. Dann noch ein bisschen Silber. Ein bisschen viel. So. Dann verteile ich das wieder, so wie ich es gerne möchte. So. Ach, die Farbe habe ich vergessen. So. So.
kann man wirklich so, wie man das gerne hätte, einfach hier so quer links, rechts. So. Mache ich nochmal kurz meinen Stempel sauber. Gehe ich da wieder drüber. Zack. Und stempel mir das hier auf meinen Nagel. Und so sieht es dann aus. So sehen jetzt meine Nägel aus. Ich habe sie schon auch eingeölt. Ein Topcoat ist auch schon drauf. Ich finde die sehr gelungen. Die sehen richtig toll aus. Und jeder Finger sieht einzigartig aus. Jeder Finger sieht anders aus. Mal mehr, mal weniger Farbe. Mir gefällt das Ergebnis richtig gut. Ich bin zufrieden. So, das war's dann aber erstmal. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Anleitung für Watermarble helfen, dass du das nachmachen kannst. Es ist ja wirklich einfach und ja. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und ein Däumchen nach oben wäre auch nicht schlecht. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und schalt beim nächsten Mal einfach gerne wieder ein. Und bis dahin sage ich einfach, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!